Mir geht's nicht ganz so gut heute, aber ich will jetzt endlich das letzte Booster aus diesem Packen da raus haben, damit ich dann komplett neu einkaufen kann. Und es ist ein Hauptset 2020 Premium Promo Pack. Jetzt bin ich gespannt. Die haben mich nie enttäuscht. Der Ugin, die anderen Alternate Art japanischen Planeswalker habe ich 2 Stück gezogen. Die haben mich nicht enttäuscht. Hoffentlich sind die auch cool. Erstmal den Sumpf. Flippeleblitz, der Irrläufer. Was ist das denn? 2×1/1. Wenn er ins Spiel kommt, zieht er eine Karte. Falls er aus der Bibliothek ins Spiel kommt oder aus, was? Oder aus der Bibliothek gewirkt wird, zieht er stattdessen 2 Karten. Wenn er das Ziel wird, geht er in die Bibliothek. Was? Wie kann man denn aus der Bibliothek wirken? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Egal. Das ist tatsächlich eine lustige Karte. Leichenritter. 2×2. Oh, ich wollte gerade sagen, der ist nicht voll, doch. Der sah nur so aus, als wäre der nicht voll. 2×2/2. Immer wenn eine Kreatur unter eurer Kontrolle ins Spiel kommt, verliert jeder Gegner einen Lebenspunkt. Der ist echt hässlich. Das ist mir nie so krass aufgefallen, wie hässlich der ist. Na, und Tasche des Tragens. 2 Mana. Immer wenn eine Karte, wenn du eine Karte abwirfst, schicke sie stattdessen ins Exil. 2 Mana, zieh eine Karte, wirf danach eine Karte ab. 4 Mana, tappen, opfern. Opfere die Tasche des Tragens, genau. Bringe alle Karten, die durch die Tasche des Tragens ins Exil geschickt wurden, auf die Hand ihrer Besitzer zurück. Uff. Das ist eine coole Karte. Man sollte auf wirklich alles vorbereitet sein. Das ist eine coole Tasche auch. Ja, das ist eine coole Karte. Das war das letzte Booster aus der Reihe. Und ab jetzt gibt es dann wieder den neuen Scheiß. Für mich neu, für euch wahrscheinlich auch schon wieder alt. Wir sehen uns. Bis dahin, euer Blacksee. Ciao, ciao.